Ja, Neonsalmler Zuchtversuch in der Dose. Und damit hallo zum zweiten Teil, zu diesem kleinen, aber wie ich finde, super spannenden Experimentes. Im ersten Teil, den ich euch jetzt gerne nochmal oben verlinke, ist ja die komplette Vorbereitung zu sehen, wie ich die Tiere paarweise in einer Kunststoffbox gefüllt mit Kokosfaser als Laichsubstrat bei Raumtemperatur komplett techniklos, ohne Filter und so weiter zur Eiablage bringen möchte, also quasi zur Verpaarung ansetze. Und für alle, die es verpasst haben, können Sie sich ja gerne nochmal den ersten Teil an der Stelle anschauen. Das Ganze basiert ja auf einem Zuchtbericht, den ich gefunden habe. Da sind die Tiere, ich glaube, 6 oder 7 Tage in diesen Boxen verblieben. Ich hatte jetzt hier 3 Tage als Erstversuch in dem Sinne angesetzt, da ich überhaupt nicht absehen konnte, wie reagieren die Tiere darauf und vor allen Dingen, wie reagiert das Wasser, wie verändert sich das Wasser. Deswegen hatte ich hier erstmal 3 Tage vorsichtig angesetzt, um einfach mal zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Grundsätzlich muss ich sagen, die Tiere haben das super verkraftet, also die waren in der ganzen Zeit völlig entspannt, das hat ihnen scheinbar überhaupt gar nichts ausgemacht. Auch hat sich das Wasser überhaupt nicht negativ entwickelt. Es war ja wirklich ein stehendes Gewässer, also sämtlicher Kot, Urin von den Tieren ist drin geblieben. Wasserwechsel wurde über diese Tage jetzt nicht gemacht. Und ich muss sagen, da ist auf jeden Fall alles stabil geblieben. Das hat soweit eigentlich ganz gut funktioniert. Es wäre also problemlos möglich gewesen, diesen Versuch auch noch ein paar Tage weiterzuführen. Ich hatte ja aber, wie gesagt, 3 Tage angekündigt und deswegen möchte ich es auch an dieser Stelle bei diesen 3 Tagen eben belassen. Ich hatte ja schon mal zwischenzeitlich ein kurzes Update reingegeben, weil ich mich ja wahrscheinlich übereifrig auf Eiersuche begeben habe, was vielleicht im Nachhinein betrachtet als Fehler sich herausstellen könnte, denn es hat irgendwo schon die Tiere auch in ihrer Routine etwas gestört, wenn dann plötzlich nach 2 Tagen jemand anfängt und ja, reißt dir quasi dein Nest in Anführungszeichen wieder auseinander. War vielleicht ein bisschen blöd, aber gut. So ist das eben. Ich habe dann heute Morgen die vermeintlichen Elterntiere oder die Zuchttiere wieder aus den Boxen herausgesetzt und erstmal bei den Corridoras Venezuelanos Orange untergebracht. Da ist momentan am meisten Ruhe. Da wird auch am intensivsten gefüttert und Wasser gewechselt. So haben die Tiere auf jeden Fall am ehesten die Möglichkeit, auch wieder schnell zu Kräften zu kommen und ja, können sich da auch entsprechend erstmal wieder akklimatisieren. Dann ging natürlich auch die Eiersuche entsprechend weiter und ja, da ist eigentlich wie gehabt. Es gibt so manche Stellen, die deuten schon sehr darauf hin, dass es hier sich um Neonsalmler-Eier handeln könnte oder müsste. Neonsalmler-Eier sind weiß, milchig bis leicht gelblich. Das ist völlig normal. Die entwickeln sich auch im Laufe der Tage so ein bisschen andersfarbend. Von daher bin ich hier eigentlich ganz guter Dinge, dass dieser Versuch hier schon mal so weit funktioniert hat. Die Eier der Neonsalmler benötigen bei 25 Grad etwa 3 Tage bis zum Schlupf. Da ich das Ganze aber hier bei Raumtemperatur entsprechend auch weiter fahren möchte, wird es wohl 1 bis 2 Tage länger dauern, bis man hier wirklich das entsprechende Endergebnis dann auch am Ende weiß. Ich habe die Boxen jetzt erstmal lediglich ein wenig belüftet mit einem ganz normalen Wasserschlauch und habe Froschbiss als Schwimmpflanze mit hineingegeben, sodass diese, ja, diese ganzen Abbaustoffe von den Zuchttieren, Urinkot etc. irgendwo dann auch positiv verwertet werden kann und das Wasser nicht noch zusätzlich belastet. Also Richtung Dienstag, Mittwoch kommende Woche sind wir auf jeden Fall schlauer, ob das Ganze hier ein Erfolg war. Sollte es nicht funktioniert haben, dass hier irgendwas sich bewegt in diesen Boxen, sehe ich das Ganze nicht unbedingt als Misserfolg, denn ich habe dazu auch meinen Beitrag unter Umständen dazu geleistet, indem ich eben voreilig eingegriffen habe. Deswegen würde ich in diesem Falle dann nicht unbedingt von einem Misserfolg sprechen, denn man sieht ja, dass auf jeden Fall auch etwas vorhanden ist, was sehr, sehr mit hoher Wahrscheinlichkeit Neonsalmler-Eier sein müssten.
So ein Weibchen der Neons kann bis zu 60, 70, 80 Eier in einem Laichvorgang ablegen. Das ist überhaupt gar keine Seltenheit. Jedoch benötigt es dazu auch irgendwo eine gewisse Größe. Ich hatte jetzt hier relativ junge Tiere mit knapp 3 Zentimetern zur Verpaarung angesetzt. Das könnte natürlich auch noch mit ein Grund gewesen sein, weshalb hier ja eben so nur eine geringe Anzahl an Eiern vorhanden ist. Die 4 Pärchen können jetzt auf jeden Fall noch eine Zeit lang bei den Corydoras venezuelanus verbleiben. Und ganz egal, wie jetzt dieser Versuch hier endet, ich werde diesen Versuch in jedem Fall nochmals wiederholen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Methode hier funktionieren kann und auch funktionieren wird. Wie gesagt, ein Neuansatz wird es auf jeden Fall geben, dann vielleicht sogar nochmal unter anderen Gegebenheiten. Vielleicht ist es hier auch in diesem Raum in der Nacht nicht dunkel genug, sodass ich mir da vielleicht nochmal einen anderen Standort überlegen muss, aber das dann eben entsprechend in einem nächsten Ansatz, den ich dann ja sobald starten würde, sobald ich denn sagen kann, okay, die 4 Pärchen sind jetzt wieder soweit und das Ganze kann beginnen. Aber gut, jetzt warten wir erstmal ab, was sich im Laufe der nächsten Woche in den Boxen zeigt. Vielleicht hat sich ja schon dann schon die grundlegende Frage, ob das Ganze funktioniert oder nicht, schon geklärt. Ich bin da irgendwie ziemlich positiv gestimmt. Aber gut, da will ich jetzt auch nicht zu weit vorgreifen. Wir warten einfach ab, was passiert. Das auf jeden Fall erstmal als Teil 2 und das soll es dann auch an der Stelle gewesen sein. Falls ihr Fragen habt zu diesem Projekt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare stellen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neugierig geworden seid, wie es grundsätzlich auf meinem Kanal weitergeht, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Ich danke euch fürs Zusehen und wünsche euch eine gute Zeit und hoffentlich bis bald. Tschüss.